Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem Videoblog zu den Krefeld-Pinguinen der Westdeutschen Zeitung. Hinter mir, die Jungs befinden sich heute in der Rheinlandhalle, da in der Jaila Arena noch umgebaut wird. Denn der Deutschlandcup, der brachte vor allem für Daniel Pieta viel positive Energie mit sich. Zwei Tore und eine super Bewerbung für die WM. Und nach den zwei Siegen vor der Pause können die Jungs natürlich hohen Mutes in die zweite Hälfte der Saison starten. Und unsere Interviewpartner Jussi Rines und unser Rifi, mal gucken, was die zu sagen haben. Neben mir die Nummer 1, Jussi Rines, der Krefeld-Pinguine. Und vor allem jetzt möchte ich von ihm wissen, wie er die zwei Siege vor der Pause fand und die Reaktion der Fans vor allem gegen die DEG. Jussi, thanks for having you. My question on you is, how did you like the reaction of the fans at home, especially against Düsseldorf and the game, the second game you won in Mannheim? Oh, it was great. I mean, we are really good fans. They support us well. This season so far, we haven't deserved that every game, but they still show up and support us, and I really hope that we can give something more back. But the atmosphere in Düsseldorf game, it was great. It was unbelievable. Er sagt auch, die Atmosphäre hier war unglaublich. Sowas hat er in der Karriere halt auch noch nicht gesehen. Natürlich ist es auch eine tolle Sache, vor allem gestärkt nach den zwei Siegen, jetzt nach der Pause nochmal in die Saison zu gehen. Und er sagt auch, natürlich hat er sich auch gewünscht, dass das in der Vergangenheit ja verdienter gewesen wäre, auch für die Fans. Aber irgendwo natürlich jetzt kam die Erlösung. Jussi, the second question. How was your break? Did you spend it at home in Finland? Hast du die Pause in Finnland zu Hause verbracht? Yeah, I flew back home on Monday and I come back Friday, and yeah, it was great. It was great to see my family, playing with my kids, my wife, see my mom, dad, like friends. It's a home, so. That gives a fresh head for the new coming half of the season, right? Oh yeah. It was great, and that the coaches give that opportunity to go home, and I was really, really happy about that. And, yeah, now I'm back to be here and feel fresh. Yeah. Natürlich gibt das doch mal einen frischen Kopf für die kommende zweite Hälfte der Saison. Er sagt, er war zu Hause, hat das genossen, bei der Familie, Frau, Kinder noch mal zu sehen und einfach noch mal die Heimat. Die letzte Frage ist sehr, sehr wichtig irgendwo für uns Torhüter, was er hier auf dem Helm hat. Und das ist immer, jeder Torwart hat da seine individuelle Sache und jeder Torwart verbindet damit eine Geschichte. Jussi, your helmet. I just saw the backplate of you and I would say in front it looks very nice, it looks clean. Can you tell us something about your mask? Why is it how it is and what's on the backplate? Was ist auf seiner Maske und warum? I mean, in front of it, just as you say, it's pretty clear. It's just being the logo, and I didn't have too many like I just give the painter like a free hands, like put the logo and do it nice. But behind, I can show you, it's yeah. Also hier sieht man ganz schön, das ist also ein Foto, das können die Lackierer auch immer sehr gut machen. Dann steht da auch ein gewisser, ja, das ist, that's Finnish, I don't understand that, but you can explain it. It's a picture of your kids, I guess? Yeah, it's a picture of my kids, and I do the same thing last year and years before, so it's like for me, it's like I felt that I'm with them, like they're following with me, you know, that's why I want them in my back of my mask. And the lyrics is it's my favorite band from my hometown, so it's like it says pretty much that it needs many it's hard to translate, but doesn't matter, you don't have to translate, it's just from your band and it's in Finnish and it gives you like something like a feeling that you need on the ice, right? Das ist das, was er sagt. Er hat seine Kinder immer dabei. Das, was da auf Finnisch steht, sagt er, kann man schwer übersetzen. Das ist eine Band, die er mag. Und ja, natürlich, wie er sagt, das Gefühl der Familie ist für ihn sehr wichtig und die Kids auf der Maske. Ich hatte sowas auch früher. Ich kann ihn völlig verstehen. Und so kann man natürlich gestärkt ins Spiel gehen. Und yeah, I wish you all the best for the rest of the season. And I hope the guys had a good break in you and you just deserve now to have more wins. Thank you for having you. Dankeschön. Oh, bitteschön. Bitteschön, ja. Bitteschön, ja, bitteschön. Schaut mal, Leute, wer jetzt auf uns zugestürmt kommt. Er traut sich nicht, mich nass zu machen. Guten Tag, Herr Rifas. Schön, dich mal hier zu haben. Und erstmal für dich nochmal ein kleines Resümee deiner Pause. Ja, Energie getankt. Ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht, einen Hund mit ans Meer genommen, spazieren gegangen viel. Ja, ein bisschen nachgedacht, ein bisschen Spiele passieren lassen in letzter Zeit, und ja, jetzt sind wir gut drauf, fit und freuen uns.
Ja, vor allem mit den zwei Siegen in der Tasche vor der Pause ist natürlich auch nochmal so ein Ding, das haben wir gerade schon mit Jussi besprochen. Letztendlich kommt ja jetzt die zweite Saisonhälfte. Wie siehst du im Moment das Team? Sind die, wie gesagt, alle auch erholt und ist die Stimmung jetzt, sage ich mal, dadurch auch gestiegen? Ja, doch, die zwei Spiele waren sehr wichtig, dass wir die mit in die Pause genommen haben. Hat uns Selbstvertrauen gegeben, was man natürlich dann auch verliert nach vielen Spielen, die wir verloren haben. Und ja, wir haben eine gute Woche gehabt, eine gute Trainingswoche. Ich glaube, alle sind on board und alle freuen sich jetzt wieder, endlich spielen zu können. Und dann fahren wir jetzt nach Straubing und versuchen da alles zu geben. Auf jeden Fall, das bayerische Wochenende sicherlich mit Augsburg zu Hause ist nicht das einfachste der Welt, aber wird jetzt irgendwie in der Mannschaft auch ein bisschen, ich sage jetzt mal taktisch was verändert oder wird ein bisschen umgestellt, die Reihen oder gibt es zumindest irgendwie so einen neuen Anstoß? Kleinigkeiten sind immer da, die verändert werden, das Powerplay wurde vielleicht ein bisschen verändert, wir haben uns das PK angeschaut, analysieren jetzt natürlich Straubing noch, gucken uns das an, dann natürlich Augsburg auch und stimmen das dann auf die Teams ein bisschen ab. Und ja, ich glaube, die letzten zwei Spiele, die wir hatten, haben wir ganz gut gespielt, deswegen mussten wir nicht ganz viel umstellen. Und ja. Naja, genau. Gut. Aber wie gesagt, ihr geht mit stolzer Brust in die nächsten Spiele. Und das ist auch, wie gesagt, das Stichwort und das Wichtigste. Ich hoffe, die Jungs hauen jetzt richtig rein, holen nochmal das raus, was vielleicht in der ersten Hälfte verpasst worden ist, durch verschiedene Umstände, aber man muss ja auch nach vorne gucken. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank, Rifi, viel Erfolg und bis bald. Super, danke dir. Ja, und jetzt stehe ich hier. In der Rheinlandhalle, auf der altehrwürdigen Nordtribüne, da wo die Fans früher schon eine schwarz-gelbe Wand waren. Und jetzt schauen wir erstmal runter, denn das hinter mir ist vorbei. Der Deutschlandcup ist zu Ende. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, aber jetzt das viel Wichtigere für uns Krefelder ist natürlich das, was auf dem Eis da unten passiert. Die Jungs sind vorbereitet auf ein Wochenende auswärts in Straubing am Freitag und am Sonntag ein Heimspiel in der Jaila Arena, 16.30 Uhr. Wir hoffen auf euer zahlreiches Kommen gegen die Augsburger Panther. In die zweite Saisonhälfte können die Jungs, wie gesagt, mit breiter Brust starten, mit zwei Siegen im Gepäck und können mit frischen Köpfen, hoffentlich auch schön erholt, die neue Saisonhälfte punktemäßig nach oben katapultieren. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.